ich habe hier eine Preisliste und eine Einkaufstabelle. Beide habe ich als intelligente Tabelle formatiert, damit wir hier bei den Formeln mit Namen arbeiten können, was die Schreibweise der Formeln sehr erleichtert. In dieser Preisliste habe ich Produkte, die hier mehrmals vorkommen können, weil sie von unterschiedlichen Lieferanten kommen und haben natürlich auch unterschiedliche Preise. Und diese Preise will ich hier in dieser Einkaufsliste mir zurückgeben lassen. Und weil die Produkte nun hier mehrmals vorkommen, müssen wir im Grunde, wenn wir den korrekten Preis angezeigt haben wollen, hier mit zwei Suchkriterien arbeiten. Wie das mit der S-Verweis-Funktion funktioniert, das habe ich in einem anderen Video bereits gezeigt. Hier schreiben wir die Formel als Matrixformel, als Array-Funktion. Das erreichen wir hier durch die geschweiften Klammern, die wir erzeugen, wenn wir die Tastenkombination Steuerung, Umschalt und Enter für das Beenden der Formel benutzen. Und dann werden die Werte hier einzeln wie in einer Schleife abgefragt. Also das Produkt und der Lieferant sind hier die Suchkriterien und die werden dann gesucht in dieser Spalte Produkt und Lieferant, und wenn die Bedingungen erfüllt sind, dann kriegen wir hier den korrekten Preis angezeigt. Das funktioniert ebenso mit den Funktionen Index und Vergleich. Auch hier verknüpfen wir die Suchkriterien Produkt und Lieferant. Das passiert hier durch ein kaufmännisches Und. Und heute möchte ich zeigen, dass wir die korrekte Wiedergabe der Preise auch mit der Funktion Summenprodukt erreichen können. Ich schreibe die hier schon mal hin und setze hier noch eine Klammer. Auch bei dieser Funktion Summenprodukt können wir eine Bedingung festlegen. Ich kann hier sagen, dass das Produkt Zwiebeln, für das ich hier einen Preis ausgegeben haben will, dieses Produkt soll hier gefunden werden in der Spalte Produkt meiner Preisliste. Schließe ich die Klammer und die multiplizieren wir mit der zweiten Bedingung. Hier soll der Lieferant, in dem Fall Hof Träne, gefunden werden in der Spalte Lieferant der Preisliste. Hier habe ich noch eine Klammer vergessen. Die müssen wir noch setzen. Und das multiplizieren wir hier mit den Preisen aus der Preisliste. Und dann kann ich hier die Klammer schließen und das bestätigen. Kann das hier nach unten kopieren. Wir haben hier also mehrmals Zwiebeln und beide Bedingungen sind hier erfüllt. Das Produkt ist Zwiebeln, der Lieferant ist Hof Träne und wir bekommen die 99 Cent hier in der Einkaufstabelle angezeigt. Das funktioniert hier folgendermaßen. Ich markiere mal die erste Bedingung und drücke mal die F9-Taste. Wenn wir also fragen hier, ob das Produkt Zwiebeln gleich einem Produkt aus dieser Liste ist, dann kriegen wir hier die Aussagen falsch, falsch und hier hinten dreimal wahr, und falsch bedeutet in dem Fall den Wert 0 und wahr den Wert 1. Die zweite Bedingung gibt mir dann auch hier Werte heraus. Stimmt die Bedingung nicht, erhalten wir hier ein falsch, und wir sehen hier der vorletzte Wert, der ist wahr. Der Lieferant ist also hier unten in der vorletzten Zeile, in der neunten Zeile, Hofträne. Damit ist die Aussage wahr. Und dann wird hier multipliziert mit dem vorletzten Preis, den 99 Cent. Das funktioniert also wie in der Schleife. Immer der erste Wert der ersten Bedingung wird mit dem ersten Wert der zweiten Bedingung multipliziert und mit dem ersten Wert, der hier in der Preisliste steht. Und wenn ich hier zweimal falsch habe, also zweimal 0, dann muss das Ergebnis 0 sein. Und erst wenn beide Bedingungen wahr sind, wie hier also an 9. Stelle, da ist die erste Bedingung wahr, also eine 1, die zweite Bedingung ist wahr und eine 1. Und wenn er das hier mit 0,99 Cent multipliziert, dann erhalten wir also den exakten Wert, und ansonsten rechnet er mit 0 und dann muss im Ergebnis eben immer eine 0 herauskommen. Ja, okay.